Weiter geht es. So. Wir laufen zum sehen, nächsten Vorkommen. Und wo geht's dahin? Richtig, da frage ich mich auch, wo es da lang geht. Wir haben auf jeden Fall irgendeinen Crack in der Seite drin und ich weiß nicht woher. Und wir sind in einem blinden Sektor. Und kein blassen Schimmer, wie wir da überleben sollen. So mal grob gesagt. Okay, und weiter geht's. So, lauf, 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 lauf. Untersuche die rätselhafte Höhle. Mir gefallen so rätselhafte Höhlen nicht, weil ich dann nämlich immer aus dem Mech aussteigen muss. Und ich will aber aus meinem Mech nicht aussteigen. So, aber ich habe langsam eine Taktik, um die Viecher abzuwehren. Okay, wir müssen hier bohren. Alter. Das gefällt mir irgendwie ganz und gar nicht, vor allem weil ich die Umgebung gar nicht kenne. Und wenn ich schon dieses riesen Loch da vor uns sehe, das kommt mir gar nicht koscher vor. Da sehe ich schon, ja, wir werden wieder voll auf die Lotte kriegen. Okay. Okay, es kommt sogar eine Cutscene. Alright. Aus damit! Los, sofort! Sonst bringst du uns alle um! Okay, okay. Hör mal, tut mir leid, dass ich in der Tabuzone gebohrt habe oder so. Aber wie kann ich euch helfen, wenn du mir nichts erklärst? Was ist das hier für ein Ort? Kein Ort. Nushi. Nushi? Ein Name, den Saichi ihr gegeben hat. Er bedeutet gottgleicher Leviathan. Die Quelle reiner T-Energie. Nein. Der ganze Planet ist die Quelle. Nushi reinigt und schenkt allen, die es annehmen, ohne zu nehmen. Sie ist der Antrieb. Das Organ, das alles auf dieser Welt in Harmonie bringt. Ich verstehe langsam. Sie ist ein Harmonisierer? Ein riesiger, organischer Harmonisierer? Die Technologie, die Nushi inspiriert hat, hat längst alle überlebt, die je ihr Geheimnis gekannt haben. Aber du springst jetzt. Sekunde, als ich bohrte, griffen die Akriden an. Wie Antikörper, die ihren Wirt verteidigen. Richtig. Und das kennst du ja. Hast du schon gesehen? Als sie die erste Kolonie überrannten. Ich war Wissenschaftler bei Nevek. Ich lotste Neveks Bohrer zu ihrem Fleisch. Ich wusste, dass sie lebendig ist. Ich habe sie trotzdem erbarmungslos bohren lassen. Lebendig? Wie jedes Lebewesen fühlt sie, hat Schmerzen, wird zornig. Wenn du sie stichst, blutet sie dann nicht? Wenn du ihr Herz durchstichst, stirbt sie dann nicht. Sie brauchte Schutz und ich habe sie im Stich gelassen. Manche Leute glauben, die Entdeckung reiner T-Energie sei die Rettung der gesamten Menschheit. Wenn wir einen Weg finden würden, sie respektvoll zu ernten, was wäre, wenn Nushi die Erde am Leben halten könnte? Denk nur an die Leben, die wir retten könnten. Du bist jung, Jim. Deine Träume sind noch nicht von Bosheit getrübt. Aber respektvoll ist nicht Neveks Methode. Die würden bohren und natürlich würde sie sich wehren. Und wenn sie die nicht töten würde, dann würden die sie sicher töten. Die würden den Planeten ausbluten lassen. Und alles Leben auslöschen. Jim, das ist das Wichtigste. Nevek darf nie von Nushi erfahren. Okay, und wie sollen wir das denen jetzt verheimlichen? Alter Schwede, wir haben hier irgendwie so voll die Scheiße am Dampfen. Und ja, gut.
Okay, jetzt sieht man auch so halbwegs das Organische hier, aber na jein. Okay, wir schauen mal, was wir so tun können. Wie gesagt, das Bohren liegt mir eh nicht so. Dann können wir das auch eben gleich sein lassen. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, wartet mal schnell. Ich bin sofort wieder da. Alright. Gut. Ja. Doch, ja, ja. So. Ja, aber das hätten die mir echt früher sagen können, dass da kein Sound mitkommt. Weil in den Parts höre ich Sound, deswegen ist das komisch. Also wenn, dann hättet ihr nur hier im Stream eben nichts gehört. Also in den YouTube-Parts ist definitiv Sound mit bei. Ja. Ah, okay, wir haben eine kleine Abkürzung. Ach ja, stimmt. Die Brücke hat sie uns ja geöffnet, damit wir schnell hier rüber können und dann in unserer Kolonie sind. Und dann reisen wir schnell dahin. Meine Munition hat unbegrenzt Munition. Okay. Das wissen wir schon lange. Bla bla bla. Radar und Waffenzulagung. Das wissen wir auch schon. So, Schnellreise brauchen wir jetzt nicht. Eben, wir müssen ja nach Coronis, diesem riesigen Frachter, der da abgestürzt ist. Und der irgendwie so in der Ecke. In der Ecke. In der Planetoberfläche darum pulsiert, kursiert, wie auch immer. Hä? Bailey's Crossing betreten. Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Ach, das ist die schwarze Wissenschaftlerin. Okay, jetzt habe ich es. Die stark pigmentierte würde es, glaube ich, richtig heißen. Oder? Ich möchte jetzt irgendwie nicht rassistisch oder so klingen. Deswegen klärt mich mal lieber auf. Doch, ich glaube, stark pigmentierte, glaube ich, heißt es korrekt. Aber ja, ist auch eigentlich relativ Latte wie Hose. Wir gehen zu ihr, damit wir die Mission hier demnächst mal abschließen können. Und ich glaube, wir haben auch nicht mehr allzu viel, wo wir machen müssen, glaube ich. Weil wenn ich mir so die Karte so ansehe, da sind auch nicht mehr so viele Gebiete offen, die wir noch nicht erkundet haben. Glaube ich zumindest, oder? Nee. So viele Gebiete sind da jetzt auch nicht mehr, wo wir nicht waren. Also ich glaube, wir sind schon zu einem guten Stück gekommen. Also ich denke mal, es wird nicht mehr lange gehen. Aber ja, wir sehen es ja dann. Wir sehen es ja dann. Ach, diese Eiswüste mag ich irgendwie zum Beispiel gar nicht. Da hat es uns einmal den Mech eingefroren und seitdem mag ich diese Eiswüste einfach komplett nicht. Das war's. Ich will mehr Geld. Ja. Definitiv mehr Geld. So. Die haben ja auch abgefrühstückt. Ging ja relativ flott. So, wieder schnell reis. Wo müssen wir denn... Ach, du willst mich doch echt ärgern, oder? Ah, und jetzt können wir nicht zu dem Punkt da, wo wir eigentlich hin müssen. Ey, das ist doch... Ich sag dazu nichts. Shackleton's Peak.
jetzt sind wir bei ihr, genau. Jetzt müssen wir noch da vorne rechts lang und dann sind wir auch schon bei deren ihrer Kapsel. Aber ich wette, ihr ist irgendwas passiert. Ich habe nämlich gerade ein richtig, richtig mulmiges Gefühl. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich ein wirklich schlechtes Gefühl. Irgendwas sagt mir, dass ihr was passiert ist. Ja, dann komm, mein Mech. Du bist gerade echt ziemlich lahm. Was ist eigentlich mit unserer Frau los? Von der haben wir auch schon ewig nichts mehr gehört. Warum wusste ich es? Die haben uns den Krieg erklärt. Wir brauchen eure besten Jäger. Am besten die ohne Kinder. Das wird blutig. Was ist mit unserem Plan, unsere Völker zusammenzubringen, Vater zu überzeugen? Ist es zu spät, Mira. Entweder die oder wir. Seit Jahrzehnten predige ich meinem Volk Frieden. Und jetzt sollen wir den Krieg ziehen? Romans Forschung haben mich zu Nushi geführt. Jetzt hat Nevek sie. Die Zeit läuft ab. Deine Leute, die Crew der Koronis, die kämpfen doch an unserer Seite. Vielleicht, wenn ich Zeit hätte zu erklären, wer du bist. Aber ich habe die so lange belogen. Am besten wir halten die da raus. Angenommen, wir siegen. Die werden Verstärkung rufen und noch mehr werden kommen. Deswegen ist unser erster Schritt die Funkstation. Solange sein Kreuzer auf EDN-3 ist, braucht Eisenberg die Satellitenstation, um andere Welten zu erreichen. Und wir jagen sie in die Luft. Das kann ich tun. Wenn du dich gegen deinen Meister auflehnst, wie willst du dann je deine Familie wiedersehen? Du wärst hier gestrandet. Wir zerstören den Kreuzer nicht, wir übernehmen ihn. Und sobald wir Nevek entronnen sind, kann jeder bleiben oder gehen. Und wie lange dauert es, bis Nevek zurückkehrt und nach seinen Vermissten sucht? Bevor wir die Station zerstören, hacken wir sie. Wir senden eine Nachricht, die euch weitere 50 Jahre bringen wird. Das mit der Station dient auch als Ablenkung. Wenn Eisenberg Truppen zum Nachsehen losschickt, können deine Truppen den Kreuzer kapern, bevor die in den Orbit zurückkehren. Wir werden bereit sein. Jim, ich kann mit Sprengstoff umgehen, aber ich bin kein Hacker. Dabei werden wir Hilfe brauchen. Ich bin sowas von dabei. Aber ich hab's noch gar nicht erklärt. Das hat sicher was mit der Schneeprinzessin zu tun, mit der du abhängst. Schon okay. Hab sie auf den Videos deines Mechs gesehen. Hab gedacht, du erklärst mir alles bei Zeiten. Jim, ich vertraue, wem ich vertraue. Und ich vertraue dir. Ein Wort genügt. Gail Holden? Du bist ein bemerkenswerter junger Mann. Mich hat noch nie jemand einen Mann genannt. Süß. Vielleicht, weil die wussten, dass du das sagst. Ach, also der Humor kommt hier nicht zu kurz. Was das dann? Geht's los? Geht's jetzt buchstäblich los? Denn hör mal zu, Mann. Danach gibt es kein Zurück mehr. Wenn du was erledigen willst, vielleicht mehr Upgrades einbauen, dann mach das besser, bevor es losgeht. Okay, ich glaube, wir sind so an der letzten Schlacht oder so angekommen. Doch jetzt zum Fortfahren. Es ist Zeit, Gail. Aufsatteln. Ich erkläre dir unterwegs alles. Alright. Moment mal. Diese Nushi ist die Quelle reiner Teenergie? Und heilt Wunden? Und irgendwie hat sie den Kolonisten geholfen, 40 Jahre lang zu überleben. Kleiner, wenn wir das hier durchziehen, können wir die Details auf dem Weg zurück zur Erde durchgehen. Okay, denn wir... Also du und ich werden Eisenbergs Schiff kapern und dabei nicht draufgehen. Eins nach dem anderen. Erst sorgen wir dafür, dass die keine Verstärkung holen können. Und dass Nevek nie wieder auf diesem Planeten zurückkehren will. Also solltest du die Station hacken können. Schafft er das? Ah, ja. Wo kommt die denn her? Sie schleicht sich gern an. Gewöhn dich dran. Gab's keine Erwachsenen? Hey! Musst du gerade... Weder so clevere, noch so loyale. Vertrau mir einfach, okay? Er wird sich bald beweisen können.
Was hast denn da? C4 in rauen Mengen. Oh, ist das heftig? Alter, die hat C4. Los mit der Bahn. Oh, der ist schon voll euphorisch. Ich hoffe, wir kriegen noch den La Roche. Das finde ich ist noch ein sehr cooler Typ, der. Hallo Gail, sehr erfreut. Willkommen im Team Jim. Mein Name ist. Du erzählst seltsame Sachen. Wie heißt du, meine Dame? Mädchen, Frau. Person? Mira. Mira. Mira? Ist das Spanisch? Ist das Spanisch? Ja, Spanisch kommst du mir auch vor. Ich weiß nicht, was ich jemanden von einem anderen Planeten fragen soll, okay? Das ist alles so neu. Ich wollte mit was Grundlegendem anfangen, aber ihr habt das ja alles noch gar nicht geklärt. Schon okay, es sind ja nur 40 Jahre, nur keine Eile. Du erzählst sehr seltsame Sachen. Jim, liegt das an mir? Du machst das toll, Kleiner. Also, sobald du direkten Zugang hast, musst du das hier senden. Das habe ich aus Notrufen zusammengesetzt, die ich gefunden habe. Nach dem Motto, wir werden alle sterben, kommt bloß nicht her? So ungefähr. Nevek wollte gar nicht her, bis Braddock sie genötigt hat. Wir müssen sicherstellen, dass ein dritter Versuch zu teuer wäre. Wenn Nevek vor etwas Respekt hat, dann vor seiner Bilanz. Und wir müssen diesen Kanal abdrehen, bevor Eisenberg was von Nushi erzählen kann. Denn wenn die von einer Unmenge reiner T-Energie hören, sind die im Handumdrehen wieder hier. Mira, alles klar mit dem Sprengstoff? Ja, ich habe die neuralgischen Stellen des Bauwerks gefunden. Es sollte einstürzen. Alright. Let's do this shit together. Verdammt, die sind da. Das sollte eigentlich nicht bewacht sein. Oh shit. Wir müssen aber keine Sneaking-Mission hier machen. Energieversorgung unterbrochen. Die haben den Strom gekappt, wir sitzen fest. Nein, dann ändere ich das mal. Geht in Deckung und wartet. Okay, wo muss ich hin? What the fuck? Okay. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Nix da. Denk daran, was die Bonnie angetan haben. Richtig. Bauen ihr ein Kleid. Hier, guck mal. Hier gerade noch mal eine. Der ist aber schön geflogen. Das sind ja echte Muschis. Ja, komm, guck raus. Ja, komm. Ich will mich verarschen. So. Ich bin die One-Man-Army. Wie in The Expandables. Einfach durchratzen und jeden mitnehmen, den es gibt. Ich bin wie Chuck Norris, eine One-Man-Army. Oh, geile Aussicht. Gut. Munition ist da. Ja, es geht los. Ist durchgebrochen. Rennt den Berg rauf zur Station. Spät so, wir sind ausgebildete Soldaten. Ja, gut. Süß, dass ihr ausgebildete Soldaten seid und von mir auf die Fresse kriegt. Das ist echt. Also wenn sowas professionell ausgebildet ist, ey, dann bin ich ja echt die One-Man-Army schlechthin. Okay, aber ich sterbe bald. Ich sollte aufpassen, was ich hier tue. Nicht mehr so forscht da reingehen.
Ha. Okay, wir sind immer noch leicht angeschlagen. Aber wir geben uns nicht geschlagen, ne? Oh shit, das wollte ich nicht. Aber wir müssen eh hoch. Okay. Jeppa. Also wie es aussieht, hat wieder Navic ziemlich hart Dreck am Stecken. Die wollen einfach wieder nur das große Geld, das schnelle Geld. Okay, sie haben eine Leitung gekappt, die letzte. Ach Gott. Fehlfunktion des Systems. System wird neu gestartet. Do it. So. System online und bereit. Okay, und raus da. Oh, mit dem Gleiter. WTF. Na, an was erinnert mich das? Er ist fast bei der Station, fordere Verstärkungen. Wiederhole, Bauer ist durchgebrochen. Bauer ist durchgebrochen. Ich geb euch gleich. Boink. Ja. Okay. Wow. Guck mal, Kuckuck. Na, da humpelt auch schon einer, hä? Boom. Oh. Auch boom. Ganz ruhig. Sicherlich auch. Hey, die sind ja wie die Ameisen. Die nehmen echt kein Ende. Okay. Wow. Jetzt mit gar nichts. So. Hab ich dich auch. Wow. Ah, da ist schon wieder einer. Nein, nein. Das war klapp. Klapp. Knapp, meine ich. Oh, da ist immer noch einer. Wow. Da sind immer so kleine Überreste noch mit bei. Guck mal. Jetzt, oder? Eigentlich. Okay, alles ist reloaded. Richtig, es geht los. Schnell rein da, den Schalter umlegen. Nee. Ja, doch. What the? What the hell? Ah, okay. Sorry. Gail, Mira, ich reaktiviere jetzt die Bahn. Verstanden. Ich glaube, man muss Roger sagen. Jim, geht verstanden auch? Kommt einfach auf. Wow,
Man könnte meinen, er hat einer interplanetaren Firma den Krieg erklärt. Moment, ist das Ding noch an? Ich habe ihn abgeworfen. Wir brauchen den noch nicht mehr, oder? Sehr witzig. Ich mag Witze darüber, dass ich umgelegt werde. Ich nicht. Cool. Oh, ich bin nervös. Seid ihr nervös? Mann, was nervig. Bring ihn zur Sendestation. Mhm. Sobald du das Tor der Bahn geöffnet und dir deinen Mech geholt hast, gehe ich zu Fuß runter und sichere unsere Flanke. Okay, bleib in Kontakt und geh nicht zu weit weg. Ich will, dass du da bist, wenn wir den Sprengstoff anbringen müssen. Jim, wir schaffen das, oder? Keine Sorge. Natürlich schaffen wir das. Wir sind hier die Pause. Ja, hatte mir schon gedacht, dass du das so sehen würdest. Meinst du, die hat einen Freund? Vermutlich hat die einen Freund. Gail? Ja? Vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Stimmt, stimmt. Konzentration. Okay, du musst deinen Mech holen und die Schüssel ausrichten. Mach ich. Jim, da kommt jede Menge Verstärkung. Ich falle zurück. Okay. Okay, dann sollte ich mich wohl mal langsam beeilen. Komm schon. Blöder Ladebildschirm. Ich tu dir schon mal die Schüssel ausrichten, richtig? Okay, ich hacke mich in das System. Ist ein wenig her, also bitte etwas Geduld. Ha, die haben immer noch NEVOS 9.2. In das kommt man super rein. Warte noch einen Moment und passt auf, dass sich keiner anschleicht. Ich versuche. Wir rufen die Bahn zurück. Kann sein, dass wir einen anderen Weg nach unten brauchen. Ich arbeite mich wieder zu euch hoch. Wie stehen die Aktien, Gail? Alter, ich habe gerade erst angefangen. Ich brauche ein wenig Zeit. Jim, der Nevek-Kreuzer kommt. Ich glaube, die wollen uns mit ihrer ganzen Armee aufhalten. Ich sehe da oben einen Gleiter. Seht ihr ihn? Wo könnten die hinwollen? Das sind drei, Jim, die Bahn vier, kommt wieder zu euch rauf. Macht euch bereit. Fünf. Wow. Epischer Fight. Yo, Pacific Rim. Hier spricht Renala Rock. Im Namen von Nevek fordere ich dich auf, dich zu erkennen. Nein. Und dich in meine Gewalt zu begeben. Na, Roche, lass dich doch da nicht mit rein. Spar dir deine Lügen, Peyton. Colonel Eisenberg hat allen gesagt, was du vorhast. Du willst mit Schneepiraten unsere Mission sabotieren und die T-Energie für dich selbst behalten. Und das glaubst du? Spar dir die Ausreden. Deine Freunde haben wir auch schon. Deren Lager nehmen wir gerade in die Zange. Oh, shit. Der Kreuzer. Wenn der nach Hause fliegt. Ist schon gut, Mira. Geh. Also, dieser Upload funktioniert jedenfalls. Hoffe ich. Aber wie sollen wir ohne Mira was sprechen? Vielleicht ändern wir ja die Prioritäten. La Roche, ich habe mit dir keinen Stress. Wir können uns das hier sparen. Ich habe dich selbst gesehen. Deine geheimen Treffen in der Wildnis mit denen. Braddock magst du getäuscht haben, aber mich nicht. Was meinst du, wer Nevek gerufen hat? Du? Ach, La Roche, was bist du doch nur für ein Schluss Idiot. Jetzt! Wenn dein Mech nur noch Schrott ist, denk dran. Das ist deine Schuld. Oh, komm schon, La Roche, ich hab gedacht, du wärst auf unserer Seite. Schwer. Aufwachen, La Roche, du träumst. Wärst du unschuldig, hättest du dich längst ergeben. Come on, bitch. Take it all. Gail, wo ist dein Hauptgenerator? Okay, bei den 286ern hinter dem rechten Schlüsselbein. Los, die rechte Schulter! Ja, hab ich. Not again. Ouch. Oh. Oh shit. Aha. Aha. Du hast das Unvermeidliche nur ausgezögert. Nein, wir sind gestorben. Nein, das will ich nicht. Das will ich nicht auf mir sitzen lassen. Komm schon, Peyton. Ich bin da. Mach's dir nicht unnötig schwer. Richtig. Aufwachen, La Roche. Du träumst. Wärst du unschuldig, hättest du dich längst ergeben.
Manchmal bist du echt ein dickköpfiger Narr. Das ist in Ordnung. Mal so. Gail, wo ist dein Hauptgenerator? Okay, bei den 286ern hinter dem rechten Schlüsselbein. Los, die rechte Schulter! Wow, ganz ruhig. Wenn du mal ruhig wärst, könnte ich dir erklären. Richtig, aber du willst ja nicht hören, LaRouche. Oder LaRouche. Okay, du hast doch deinen rechten Arm. Hoppla, aufpassen! EMP-Kanone! Wo hat er die denn her? Schock ihn! Das kann ich ja auch. So, das Ding habe ich auch. Die ganze Crew hast du verarscht, aber mich nicht. Ich wusste immer, was du bist. Mir fehlen die Worte, Mann. Du hast echt Probleme. Ja, das stimmt. Dein Glück, dass Eisenberg dich lebendig will. Aber leiden kannst du trotzdem wie ein Tier. Ja, okay. A, lass dich davon nicht treffen. Und B, erledige den Schild an seiner Hüfte. Ich weiß, wie wir ihn langsamer machen. Oh, shit. Ah, jetzt hat er mich. Okay. Na komm schon. Okay, Abstand halten. Setz die Winde ein. Schock ihn. Ich schock ihn doch. So, LaRouche, du wolltest es so. Du hast mein Mech, ja? So hässlich wie deiner wird er nie sein. Andere Sorgen hast du gerade nicht? Ernsthaft? Ich weiß, es ist gerade viel los, aber ich sag's dir. Pack den Überrollbügel und bohr ihm die Servos an der Hüfte aus. Ich versuch's doch schon. Da kam er. Bisschen Zeit verschaffen. Okay, Strom wieder geladen. Oh oh. Das war close. Jetzt hab ich dich. So, jetzt nochmal. Du hast alle verraten, Traitor. Das hab ich nicht. Und nun wird sie der weiße Fuchs rächen. Alter, der hat sich weißer Fuchs genannt. Im Ernst? Das ist nur noch krank. Mein Mech. Ja. Hallo, was hast du getan? Der bricht gleich zusammen, dein Mech. Zum
mal schön vorbeischießen. Na komm. So, jetzt. Nochmal hin und nochmal mit Schmackes. Ich spreng dich um, du bärtiger Wichser! Ich spreng dich um! Ich bin ein bärtiger Wichser, du willst mich verarschen. Nein, LaRouche. Bleib in Deckung, oder ich töte dich. Stopp! Bring ihn nicht um, Jeff! Bitte! Verschon diesen guten Mann! Du hast mal zu uns gehört. Keine Ahnung, warum du mich entführt und gezwungen hast, dir zu helfen, aber ich weiß, du bist kein Killer. Gut gemacht, also, Kleiner. Hilf deinen neuen Freunden! Und lass uns bitte gehen! Okay? Hast du mich gehört? Komm schon, du Macho. Funken wir Braddock an und gehen heim. Und so hat sich Gale eine Galgenfrist verschafft. Doch die Vergessenen in ihrem Lager, sie hatten nicht so viel Glück. Oh je. Puh. Okay, ich glaube, hier werden wir mal kurz einen kleinen Break machen. So, hier machen wir kurz einen kleinen Break. Und dann geht's auch gleich weiter.